schön ordentlich Pinienkerne und Butter. Und die Pinienkerne werden hier drin geröstet. Es gibt nämlich, meine Lieben, einen Spargelsalat mit einer tollen Vinaigrette und Panko-Pinienkernbutter. So, jetzt habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Ich möchte euch aber noch ganz schnell zeigen, wie man perfekt einen Spargel schält. Die untersten 2 cm sind meistens holzig und die werden weggeschnitten. Und dann nimmt man einen guten Schäler, ja, und schält den Spargel zu 2/3. Ja. Legt ihn hier auf den Unterarm und dann, wenn der Schäler passt, ist es eine Mate Wiesen, ja, würde der Allgäuer. Ja, der Allgäuer, würde der Allgäuer sagen. So, okay, dann kommt er hier rein. Schauen wir hier rein. Dann, da ist Zitronenschale drin, ja. Zucker und Salz, ein bisschen Orange könnte man auch dazugeben. Und der muss jetzt langsam köcheln, dass der ja, so ein bisschen weich wird, aber eben auch nur ein bisschen. Okay? Dann kommt zu der Pinienkernbutter. Panko-Mehl. Ja, dieses unfassbar geile asiatische Paniermehl. So ein Esslöffel, 1,5 Esslöffel. Und das Ganze lasse ich so ein bisschen rösten, ja, dass es so leicht Farbe bekommt. Ja, die Nüsse und Panko. So, jetzt, warte mal, brauche ich noch schnell, ganz schnell eine Schlüssel. Hey, Vorbereitung ist das halbe Leben. Und zwar, es gibt eine Vinaigrette. Extremst easy das Gericht, was ich hier mache, Freunde. Und unfassbar lecker. Also, frische, hart gekochte Eier und ich schneide die gar nicht so klein. Einfach nur in Streifen schneiden und dann gibt es eine Vinaigrette. Und die besteht aus. Hier kriege ich mein Tuch zugeworfen. Ja, ich guck mal. Gemeinschaftsarbeit. Ja. Pass auf, und die Vinaigrette besteht aus einer selbstgemachten Chilisauce. Ja, Rezept gibt es in meinen Kochbüchern. Dann kommt dazu scharfer Senf. Dann kommt dazu ein bisschen Essig. Und Essig, Senf und Chilisauce mit einem Schneebesen aufrühren, bis dann das Olivenöl dazukommt. So, und zwar die doppelte Menge Olivenöl wie Essig. Und dann gibt es hier eine schöne cremige Konsistenz. Ja, eine Prise, zack, Meersalzflocken dazu. Und jetzt kommen die Eier rein. Die sind übrigens noch lauwarm, gell? Also richtig frische Eier. So, alles klar? Jetzt, okay. Die sind schön. Lecker mio, die sind genial. So, und jetzt wird angerichtet. Den Spargel aus dem Topf raus. Ein bisschen abtropfen lassen. Und diesen frischen Spargel eben hier raufgeben. Dann diese gebräunten, mit dem Panko-Mehl versehenen Pinienkerne obendrauf. So. Und dazu dann die Vinaigrette. Also ich würde mal sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsgerichte. Ich freue mich schon. Boah, na, das ist einfach, das ist wirklich mega stark. Und ganz oben drauf, ja, kommt noch ein bisschen das mediterrane Gold. Geraspelt von meiner Lieblingsreibe. So, und that's it. Lauwarmer Spargelsalat mit gerösteten Pinienkernen, ein bisschen Panko-Mehl, eine Eier-Senf-Vinaigrette, Blitzrezepte à la Henze. Ein Muss, saumäßig genial, auch ohne Fleisch. Guten Appetit.